Sonne, Strand und Mario schläft. Das erwartet euch in diesem Part. Willkommen zurück, Freunde, zu Mario Sunshine. Mario, hör auf. So. Im letzten Part haben wir Palmerton das letzte Mal getroffen. Haben ihn nochmal so richtig gezeigt, wer hier der Dickste in der Hood ist. Und dann haben wir den Bürgermeister von Plaza de la Palma gerettet, indem uns trotz, also wir haben ihn gerettet trotz fehlenden Dreckwächs, denn der wurde uns gestohlen von Mario Morgana am Anfang. Oh ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Das ist doch super mega geil. Und wir machen einfach mit diesem ganzen Trara hier weiter, nicht wahr? Nicht wahr? So. Kettenhund-Katastrophe. Ja, das ist das, was ich im letzten Part angesprochen habe, dass das eigentlich ein ziemlicher Klon von Kapitel 1 ist. Nur ein bisschen schwerer, würde ich sagen, schon. Aber ja, es ist irgendwie... meh. Denn wir haben hier einen dicken, fetten Kettenhund. Und ja... der ist auch richtig heißblütig und den müssen wir abkühlen. Wie die kleinen Kettenhündchen müssen wir den großen Kettenhund auch abkühlen, aber da reicht natürlich nicht diese kleine Quelle. Da müssen wir den in diese fette, heiße Quelle reinboxen, wo dieser Typ immer rumputzt. Entschuldigung. Ah, das war gerade bitter nötig. Hey, Luna, wir haben hier noch ein anderes Problem. Das Ding ist größer als alle anderen zusammen. Es ist angekettet und wir sind noch in Sicherheit. Wenn es sich losreißt, sind wir in ernsthaften Schwierigkeiten. Der Halter hat stets Brandwunden an den Händen. Ein Jammer. Okay. Ja, ist ein ziemlich heißblütiger Hund. Palmer Geysir, geöffnet. Belebe Geisterkörper im Geysir. Ah, jetzt ist er offiziell geöffnet ab Kapitel 4. Ja, vor war ja da immer so eine Barrikade vor. Wir konnten zwar hin, aber es war halt noch eine Barrikade vor, dass wir so unter normalen Umständen nicht hin dürften. Das ist wohl der Besitzer. Die Besitzerin eigentlich. Ich bin außer mir vor Wut. Böser Kettenhund. Ich sollte anstatt ihm zum Geysir... Ich sollte anstatt ihm zum Geysir und mich abkühlen. Aha, er soll also zum Geysir. Ich verstehe. Vor allem, beim Geysir sich abkühlen, ist ein Geysir nicht kochend heiß? Ein kalter Geysir, das wär's doch. Ja, hier ist alles ausgetrocknet. Wir können ihn nirgendwo anders reintun, als in diese schönen Geysir-Quellen. Da zeigt sie auch... Tada! Ugly! Hey! Ja, hier ist dann der Weg. Zack, zack, zack. Und hier muss er dann rein. Und da sind einfach random Melonenblöcke. Cool. Die haben echt die geilsten Melonen hier. Haben sie schon mal quadratische Melonen gesehen? Nein? Dann kommen sie zur Isla Delfino. Hier kriegen sie quadratische Melonen. Oh je, Mini. Zack. Es hat gar nichts gemacht. Ich habe ihre Melonen umsonst getötet. Ich fühle mich so schlecht. Oder auch nicht. Bringt das was, dieses Sonnensymbol anzu? Ballern hier? Rein nichts! Rein gar nichts! So, ein bisschen hier rumgucken, ein bisschen rumgucken. Das sieht so aus, als könnte man da rein. Hier ist eine Tür! Soll das Häuser sein oder was? Oh, du bist rosa. Du siehst aus wie Bubblegum. Ey, nimm ich nicht Bubblegum! Im Schatten ist es angenehmer, als du dir vorstellst. Ach nee. Vor allem in der sengenden Sonne. Ey, das ist ein richtig dickes, fettes Schwein hier. So, wir haben hier nicht umsonst Wasserfässer. Wir müssen ihn nämlich ein bisschen abkühlen. Zack. Jetzt geht's ihm gut. Ach so. So. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Nee. Wie kann ich das denn rausnehmen? Hä? Ah, okay. Ich kann es einfach rausnehmen. So, es scheint, er meidet dich, Mario. Oh, 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 oh. Ja, Mann! Das hat sich ja gelohnt. Wird es ihm zu heiß, Schalter durchzudrehen? Nein. Ah, komm schon. Bad Doggy. Na komm. So. Komm hier entlang. Geh einfach hier mal lang. Nein, ich will nicht. Mario hat voll die Monsterkräfte, ey. Er zieht da einfach so einen Kettenhund. Nein, lass mich. Scheiß Mario! Geh dein Klempnerjob nach! Lass mich in Ruhe! Niemals! Oh Gott! Jammern! So, zack, 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 komm, zisch, 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 zisch! Nein, er lebt noch! Er lebt noch, hat sich auch gemein an. Ey, so, komm her! Nein, wieso? Diese Qual, diese Schmach! Lass mich in Ruhe, ich bin doch nur ein armer. Wow, wow, oh, ich muss hier lang. Ja, geh den falschen Weg, bitte. Ich will nicht in den Geysir. Nein! Ja, wir gehen den richtigen Weg. Zack.
Hier lang. Nein. Niemals. Du kommst jetzt in den Geysirhündchen. So. Komm her. Nein, bitte nicht. Ich habe Frau und Kinder. Na und, das wird dich schon nicht umbringen. Doch, weißt du denn nicht? Kettenhunde mögen heiße Geysire nicht. Sie werden sterben. Ach na dann, sag deiner Besitzerin, tut mir leid. Nein! Ich glaube, er hatte recht. Aber hey, jetzt hat sie ein goldenes, totes Kettenhündchen. Ist sicherlich viel Geld wert. Du Arschloch. Ich weiß, ich weiß. So, sonst noch irgendwas hier? Nö, ich denke mal, wir können direkt weitermachen. Ich weiß überhaupt keine blauen Münzen hier. Deswegen, ich werde die irgendwann mal einfach zusammentrommeln. Irgendwann mal. Das Geheimnis der anderen Seite. Ja, wenn es das Geheimnis ist, dann wissen wir ja schon, was wieder kommt. Aber der anderen Seite, wahrscheinlich im Untergrund, hä? Oh, Yoshi. Yeah, dicker Yoshi. Es ist eine dicke Yoshi-Biene. Eine dicke Yoshi-Bubi, das wäre doch lustig. Wir müssen schon wieder auf den Pilzen rumjumpen. Aber diesmal anscheinend mit Yoshi. Vielleicht können wir ja diesen komischen Schleim von dem einen Pilz jetzt wegmachen, wenn er noch da ist. Da ist Yoshi. Er will eine grüne Frucht. Ich hoffe... Aua! Hey! Mann! Was sind das denn für aggressive Winde hier? Das ist ja fast so, als würden sie aus meinem Darm entweichen. Die sind auch sehr aggressiv und ätzend. Aber die würden mich doch niemals angreifen. Ich bin ja ihr Meister. Es sei denn, sie haben sich gegen mich aufgelehnt und rebellieren. Nein, ich will keine Banane. Genau. Nicht wegrollen. So. Yoshi, es gibt Essen! Und friss, du Scheißvieh! Ey! Ich wollte gerade schon sagen, ey. Ich glaube, die will nicht gefressen. Wie kann ein Ei überhaupt eine Frucht fressen? Da ist ja auch egal. Nom, 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 nom. So, was willst du denn von mir? Hallo, Kleiner. Das Dorf bereitet sich auf das jährliche Papusfest vor. Sogar wir Rentner kommen langsam in Stimmung. If you know what I mean. Die ganzen geilen Weiber hier und so. Na, ich schweife ab. Bevor ich es vergesse, ich bin nicht der Bürgermeister. Wenn du ihn suchst, er ist wahrscheinlich bei dem gelben Pilz. Da oben also? Ja, da ist er auch wirklich. So. Ah! Oh, hey, Yoshi. Wieso tust du mir sowas an? Yoshi, spürst du dich auch diese Schmach, die du empfindest, wenn du failst? Das willst du doch nicht immer wieder spüren, oder? Da ist ein Bienennest. Ich glaube, das kann Yoshi fressen. Er frisst Bienen. Er ist wie Chuck Norris. Er isst kein Honig, er kaut Bienen. Bald beginnt das Papusfest. Yeah! Ist das deine Frau? Alle sind sehr aufgeregt, nicht wahr? Yoshi kriegt keinen Fallschaden. Yoshi ist so magic. Yeah! Na komm. Oh Gott. Was die Biene? Aua! Das sind so viele. Aua! Yoshi, renn! Ah! Ah! Hilfe, das sind so viele! Oh Gott! Hilfe, das ist ja ein Mord. Hört auf. Oh Gott, ich habe Angst vor euch. Hilfe, zwei Bienen noch. Zwei Bubis. Ich will die fressen. Mann, noch eine. Komm schon. Yes. Ich habe euch gefressen, weil ich der Yosh bin. Der Yosh, der Boss. Ich war schon Boss und habe ja sogar nicht geboren. Er sagte Yoshi zu Mario übrigens, was auch stimmt. So, haben wir hier sonst noch ein Bienennest? Ich sollte mal nachtanken. Zack. Hey, wo geht deine Zunge hin, Mann? Da ist die Frucht. Ich bin ein bisschen doof, weißt du? Da habe ich gemerkt. Oh, jetzt ist der Geysir wieder zu. Mann, die haben aber auch kurze Öffnungszeiten. Und zack. Ba-ba-da-da. Ja, Mann, wer will ein bisschen Zunge haben? Ja, ich denke, wir gehen jetzt einfach in den Untergrund. Oh, wehe, wehe, ich werde sterben.
Nein, nicht die Winde, nicht die Winde, nicht die Winde, nicht die Winde. Ah. Wow! Wow! Okay. Yes. Juhu! Boom! Oh Gott! So hoch wollte ich jetzt auch nicht hinaus. So. Ups. Sagst es. Zack. Hier kriegt man auch ganz gute Münzen eigentlich. Juhu! Da ist ein Leben. Kannst du es auffressen? I guess not. Da komme ich ja mit Yoshi nicht weiter. Ach, vielleicht ist dieser Pilz das Geheimnis der anderen Seite. Das könnte gut sein. Dann hab ich mich die ganze Zeit umsonst gefreut, dass es eine blaue Münze gewesen wäre. Bäh. Es scheint, dass es das Geheimnis ist. Hui. Snatch. Haha. Du Scheißhaufen. Ach, ist das die Mission? Es ist die Mission. Oh nein, die ist so ätzend. Ach du Scheiße, die ist richtig ätzend. Die Palmas müssen uns hier nämlich werfen. Und wir müssen richtig abschätzen, wie wir uns in den Winkel stellen und so. Oh Gott. Tach, ich bin ein Werfer. Gib Acht, wenn du mit kräftigen Palmas sprichst. Manche werfen dich nach oben, aber die meisten nach hinten. Geht es um das Werfen von Leuten, bin ich ein Werfer. Du hast ja mal einen schwachen Wurfarm. Ich glaube, der wirft hoch. Also alle Palmer hier werfen. Ich bin ein Werfer. Zack, zack. Ja, wir müssen... Ich glaube, ey, die rote Mission, rote Münzenmission ist hier so kacke. Gut. Ich bin ein Werfer. Zack. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Den kleinen oder den großen? Ich glaube sogar, der Kleine wirft besser. Ich bin mir nicht mehr sicher. Scheiße, aber das ist doch ein Ratespiel hier. So, komm her. Oh, keine Bange. Oh Gott, du wirst mir zu gut. Oh. Autsch. Versuchen wir es nochmal. Diesmal mit dem Kleinen. Komm mal her. Oder ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, werf ich einfach. Ich mag klein sein, aber ich gebe nie auf. Whoa! Zack, 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 zack. Oh, das war gar nicht so schlecht. Da muss ich hoch. La, 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 la. Yeah. Komm. Hör! Hör! Aua, mein Hintern. Oh Gott! Warum greift die Technik an? Stirbt! Zack. Ach, die spawnen immer wieder? Ich muss auch noch unter Stress hier arbeiten? Das ist ja nett. Schnell, 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 schnell. Warte, richtiger Winkel. So, jetzt. Ich bin ein Werfer. Ja. Au, au, au. Links oder rechts? Da ist eigentlich nichts. Und da ist der Stern. Vielleicht muss mich einer von denen bis nach da ganz hinten werfen, weil der zu schwach ist. Ah, nee, das wäre ja dumm, wenn der so stark ist, um mich nach dort zu werfen, dann ist er auch genauso stark, um mich nach dort zu werfen, also. Okay, versuchen wir's. Warten wir nur noch auf den Mr. Gangster? Ey, roten Münzen hier, ne? Die sind so scheiße. Glaube ich zumindest. Weil da muss man auch richtig im Winkel stehen, weil die einen werfen müssen, da muss man diese mit Glück erwischen und so. Oh Gott. Wo bist du? Fettes Schwein. Warum habe ich das Gefühl, das ist zu einfach? Das geht doch nicht. Der wirft mich vielleicht zu weit? Ich weiß es nicht. Nein, das kann nicht sein. Bitte, bitte tu mir den Gefallen und sei sozial. Bitte. Bitte. Ich bin ein Werfer. Ja. Aua. Einfach sozial. Danke, Palmer. Danke, brauner Palmer. Ich bin ein euer größter Fan. Aber hallo. Na, mal gucken, was wir jetzt haben. 10 Palmer brauchen nicht. Ach, die Mission. Die ist eigentlich ganz witzig. Es ist wieder Tag und jetzt sind... Das ist wieder das Beispiel. Sie verbrennen sich nicht. Nein, sie versinken in dem heißen Schlamm. Natürlich. Ja, 10 Palmer müssen wir retten. In einer gewissen Zeit. Das ist eigentlich ganz cool. Oh nein, ich war nur kurz weg und nur dies. Ich kann es nicht glauben. Noch so ein Unheil. Sehr übel. Einige Dorfbewohner stecken in den feurigen Schleim. Und vor kurzem habe ich noch alle evakuiert. Was geht hier nur vor sich? Ich könnte heulen. Es tut mir leid, dich immer zu belästigen, aber bitte, hättest du eventuell Zeit, uns noch einmal zu helfen?
10 Dorfbewohner stecken fest. Du musst dich beeilen. Warum muss ich mich eigentlich beeilen? Ist ja nicht so, dass sie irgendwie schmelzen oder so. Nein, sie stecken ja nur fest. Naja, vielleicht ersticken sie oder so. Aber das hat den Toads damals auch nichts ausgemacht, als sie im Schlamm stecken. Ich glaube, die haben das genossen. Zack! You are free. Kann ich mit dir reden? Danke für deine Hilfe. Oh, schade. Ich dachte, ihr gebt mir rote Münzen. Blaue Münzen. Bam! Hey! Wurms! Alles auf einmal. Wurms! Zack, zack, zack. Ja, danke, Schatzi. Oh, die gibt ja wirklich. Oh, das ist ja gemein. Ich muss mit jedem sprechen. Geil, Mann. Oh, der wirft mich und gibt mir eine blaue Mütze. Ja, nehme ich gerne an. Danke. Machst du das auch? Danke, Schatzi. Oh, das ist ja cool. Die haben sie sich aber auch viel Mühe gespart, dass sie einfach die blauen Münzen hier so lässig versteckt haben. Oh, komm her. So, komm her. Komm her. Ja, geil, Mann. Vielleicht geben mir die Eltern von dem Baby etwas. Du bist doch hier der Daddy, ne? Ich liebe die Sonne, aber oh, sie ist so hell. Hier, Kleiner, trage meine spezielle Sonnenbrille. Sehr cool. Oh, ja, du bist gestylt. Sprich mich an, wenn du sie nicht mehr benötigst. Ach, das ist der, der uns, ja, jedes Mal sagt, du bist doch nicht cool genug oder du bist doch nicht bereit dafür. Und jetzt sind wir anscheinend für die Sonnenbrille bereit. Das ist ja cool. Jetzt sehen wir alles ein bisschen dunkler. Ja, warum nicht? Laufen wir so ein bisschen rum. Zack, 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 zack. Stirb. Ich reinige deinen Hintern. Oh, du bist doch der Rentner. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Oh, ist ja cool, ey, dass jeder hier wirklich was gibt. Ich glaube, im Polbereich waren keine. Hier sind wieder zwei, hä? Ne, nur einer. Bah. So viel Schlamm. Danke, Mann. Zack. Hey. Ja, wie das hier mit den Münzen vorangeht. Und zack! Da hinten steckt noch einer fest. Komm her! Yay! Zack. Ich meine, wenn man von einem mit einer Sonnenbrille gerettet wird, die so cool aussieht, dann kann man doch nicht anders als schwach werden. Hey, wieso kam da eben nichts raus? Mach ihn sauber, los! Ja, geil, Mann. Cool. Yay. Wo ist jetzt der letzte? Da hinten! Ja! Die Mission ist eigentlich ziemlich einfach. Oh, wieder ein Baby. Na komm. Na. Yay, und die Zeit hält an. Los, beweg dich! Der Bürgermeister wartet! Aha. Oh, danke für deine Hilfe! Oh, die Babys geben mir natürlich nichts, oder die Kleinkinder eher. Babys ist ja ein bisschen übertrieben. Sie sind ja schon im Kleinkindalter, denke ich mal. Wie alt werden Palme eigentlich? Sind die wie Schildkröten? Werden die voll alt? Keine Ahnung. Hey, komm, kannst dich beruhigen. Ich hab's geschafft. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Kumpelmann. So. Du hast Plaza Della Palma gerettet. Wir schulden dir etwas. Nimm dies als Belohnung. So. Yay. Ich denke mal, wir haben genügend blaue Münzen hier gekriegt. Ah ja, wie cool Mario aussieht. Yeah. So, meine lieben Freunde. Ich denke mal, das war ein erfolgreicher Part. Part 30, wenn ich mich nicht irre. Cool, schon 30 Parts. Im nächsten Part kommt Kapitel 7 und ihr alle wissen, was Kapitel 7 bedeutet. Ein letztes Mal ein bisschen Fisten spielen, ne? Oh je, das hört sich immer so schlecht an. Ein bisschen spielen mit der Morgana. Aber das werden wir... Oh, ich habe meine Sonnenbrille nicht mehr. Das werden wir im nächsten Part dann sehen, meine lieben Freunde. Also... Ein verweißes Yoshi-Eis immer noch hier auf den Dächern. Ist mir scheißegal. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselchen.